Ich glaube, das wird heute eine etwas längere Fahrt. Ja, wir stehen jetzt im Stau. Unfall an der Baustelle. Verzögerung mindestens eine Stunde. Dann müssen wir jetzt das Beste draus machen. Ja, sind wir denn? Fähr Berlin. Noch auf der A24. Also sind nicht wirklich weit gekommen. So, nach gut 2 Stunden Vollsperrung konnten wir dann weiterfahren. Und ja, sind jetzt seit 5 Stunden unterwegs und noch keine 200 Kilometer geschafft. Ich glaube, das wird heute eine etwas längere Fahrt. Aber jetzt erstmal eine kleine Rast. Ja, und dann geht's wieder weiter. Dem Straßenverlauf sehr lange folgen. Sehr lange, ja. Wir müssen noch 443 Kilometer auf unserer heutigen Etappe fahren. Nachdem wir in den ersten 5 Stunden sage und schreibe 200 Kilometer geschafft haben. Genau, 40er Schnitt. Jetzt sind wir auf der A9 angekommen und ja, voll ist sie. Ja, nun stellt sich natürlich die Frage, wo ist Mark Berolzheim? Wir haben es geschafft! Wir sind da! Nach 12 Stunden! Ja, Mark Berolzheim ist eine Marktgemeinde mit etwa 1300 Einwohnern und liegt im romantischen Altmühlfranken. Ja, ist etwa 70 Kilometer südwestlich von Nürnberg gelegen. Ja, Mark Berolzheim liegt oberhalb der Altmühl im Altmühltal am Fuße des Hahnkamms. Ein Höhenzug der Fränkischen Alb. Ja, hier werden wir jetzt eine Nacht schlafen und morgen geht's dann ganz früh weiter Richtung Plitzwitzer Seen. Wir
Und das ist sehr überschaubar heute.